Es wird für viele Besucher ein Ausflug in die eigene Kindheit sein. Erkennen Sie sie wieder? Die freche Olli und der zerstreute Professor aus der fliegenden Windmühle? Figuren, die Horst Tappert geschaffen hat. Das Erbe des DEFA-Studios für Trickfilme hütet heute das Deutsche Institut für Animationsfilm in Dresden. Vorsichtig arrangiert Angela Klemm die Puppen für die Pirna-Ausstellung. Immer wieder fasziniert von der Vielfalt Tappertscher Kreationen. Wenn man sich umschaut und man schaut sich die Windmühle an oder man schaut sich Figuren aus Zwergnase an, die sehr naturalistisch sind. Oder hier im Hintergrund kann man dann nochmal schauen, das Myrtenfräulein. Figuren, die zum Teil mit Porzellanköpfen gearbeitet worden sind. Wir haben Novelle-Figuren, da sind die Köpfe aus Meißner Porzellan. Und die Regisseurin Katja Georgi hat sehr gerne mit dem Horst Tappert gearbeitet, weil sie ist so ein bisschen von Trinka inspiriert, von dem tschechischen Filmemacher. Und das war eigentlich immer eine glückliche Verbindung der beiden. Ansonsten wirklich, also diese Vielfalt von Horst Tappert ist schon faszinierend. Horst Tappert, Regisseur, Puppengestalter, Lebenskünstler. Bis zu seinem Tode 2006 lebte er in Obervogelgesang, gut 30 Jahre lang. Das Stadtmuseum hat sich auch zur Aufgabe gemacht, die Künstler der Region bekannter zu machen. Deshalb hat Museumsmitarbeiterin Gerburg Sturm auch bei ehemaligen Freunden und Nachbarn geforscht, um mehr über den Menschen Horst Tappert zu erfahren. Also er war ein Mensch, der immer mit allen Materialien arbeitete, immer probierte, experimentierte und eigentlich sich nicht nur im Studio diese Märchenwelt schuf, sondern diese Märchenwelt versuchte auch nach Hause zu holen und sich eigentlich von einer lauten Umwelt auch abzusondern. Die Zauberschachtel nannte Tappert sein Haus in Obervogelgesang. Einige Möbel und Hausrat sind auch im Museum zu sehen. Anfassen und Platz nehmen ausdrücklich erlaubt. Tapperts Puppen sind oft aus den einfachsten Materialien entstanden, Stoffresten, alten Knöpfen. Aber immer sind sie mit Liebe zum Detail gearbeitet. Der Zuschauer versteht, was Tappert meinte, als er über seine Tätigkeit als Puppengestalter schrieb. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass aus der Tiefe des Herzens viel Zärtlichkeit nach draußen will. Die Arbeit war Leben, war ein Schwerpunkt seines Lebens. Und überall, wo man merkt, dass Menschen mit ihrer Arbeit verbunden sind, ne, so dieses Stück Persönliche in diese Arbeit mit einfließt, dann wird Arbeit lebendig und das springt dann auf den anderen über. Ne? Das sind so Dinge, die kann man vielleicht gar nicht beschreiben, die sind einfach da. Um den Kreis zu schließen, werden natürlich auch die Filme im kleinen Museumskino gezeigt. Zwergnase, Aschenputtel, die fliegende Windmühle. Weiterhin gibt es Führungen für Kinder und Erwachsene. Die Ausstellung Mein Leben, meine Träume läuft bis zum 8. November.